Herzlich willkommen, liebe Interessenten der Tourismusschule Bad Hofgastein. Mein Name ist Sandra Landsteiner, ich bin Mentaltrainerin an der Skitourismusschule und darf Sie heute beim ersten virtuellen Tag der offenen Tür durch unsere Schule führen. Wir freuen uns sehr, ihr kriegt Highlights in den nächsten 45 Minuten aus dem schulischen Angebot sowie zur Fachpraxis und anhand von coolen Einblicken aus dem Schul- und Internatsleben könnt ihr heute virtuell kennenlernen, wie es bei uns an der Schule so abläuft. Wenn ihr Fragen habt, dann stehen euch Lehrer direkt in den Live-Chat-Funktionen auf Facebook und YouTube zur Verfügung, beziehungsweise könnt ihr euch für ein Zoom-Meeting anmelden, wo ihr direkt mit Lehrerinnen und Fachkräften aus dem Praxisbereich eure Fragen stellen könnt. Meine erste Gesprächspartnerin ist, wie könnte es anders sein, die Direktorin der Tourismusschulen Hofgastein, Maria Wiesinger. Schönen Vormittag auch von meiner Seite. Herzlich willkommen bei uns in Bad Hofgastein. Heute leider nur virtuell möglich. Liebe Maria, du bist seit 21 Jahren Direktorin der Tourismusschule Bad Hofgastein. Was macht denn den Standort Bad Hofgastein aus? Ja, die Tourismusschule hier in Bad Hofgastein ist die älteste der Tourismusschulen Salzburg. Es gibt uns seit 1953. Gestartet haben wir in unserem nebenliegenden Lehrhotel, damals Grand Park Hotel, jetzt Alpenhaus Gasteinertal, das weiterhin den Schülerinnen und Schülern hier für den fachpraktischen Unterricht zur Verfügung steht. Wir sind ein überschaubarer Standort. Wir haben insgesamt 300 Schülerinnen hier bei uns, derzeit nicht im Haus, weil es ja nicht möglich ist. Und wir bieten drei Schultypen an, eine höhere Lehranstalt für Tourismus, die Skitourismusschule und dann auch unsere Meisterklasse Kulinarik. Ja, diese beiden Schultypen, über die wir nun informieren wollen, höhere Lehranstalt für Tourismus bzw. die Meisterklasse Kulinarik, ist eine dreijährige bzw. eine fünfjährige Schulform. Die Unterrichtsgegenstände sind einerseits im allgemeinbildenden Bereich hier beheimatet, sei es Deutsch, mehrere lebende Fremdsprachen stehen zur Wahl, Geschichte, Mathematik. Es gibt dann die tourismusspezifischen Gegenstände, wirtschaftlichen Gegenstände, die dann auch im Anschluss noch etwas näher erläutert werden und die Fachpraxis, zu denen ihr und sie dann auch noch hier zahlreiche Einblicke erhalten werdet. Wichtig ist es mir auch darauf hinzuweisen, wir sind eine Privatschule der Wirtschaftskammer Salzburg. Aus diesem Grund, wir haben eine Top-Ausstattung in unseren Lehrräumen, ganz tolle auch Internate, wo ihr individuell auch betreut werdet. Es gibt die Lernbetreuung, es gibt dann auch ein ausgezeichnetes Nachmittags- oder auch Abendangebot, sei es im sportlichen Bereich, und wir werden auch oder wir planen und führen, wenn es möglich ist, dann auch sehr viele Exkursionen durch. Wenn man die Schule bei uns abschließt, man hat eine abgeschlossene Berufsausbildung beziehungsweise nach der fünfjährigen dann die Matura, kann überall eigentlich in Österreich beziehungsweise international tätig sein. Abschluss der dreijährigen Meisterklasse Kulinarik qualifiziert für den sofortigen Einstieg ins Berufsleben. Man kann aber auch übertreten und auch weiter dann noch innerhalb von 2 Jahren bei uns die Matura absolvieren. Ein herzliches Dankeschön möchte einfach wirklich dem Team heute aussprechen. Es ist wirklich super cool, was ihr alles gemacht habt. Vielen, vielen Dank und euch, liebe Interessentinnen und Interessenten, schön, dass ihr heute hier mit bei uns dabei seid. Und vielleicht freue ich mich vielleicht einmal auf ein Wiedersehen hier in Bad Hofgastein. Würde mich freuen, euch irgendwann, wenn es geht, auch persönlich kennenzulernen. Liebe Maria, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich weiß, du und natürlich das ganze Kollegium hat immer ein offenes Ohr für Interessenten, für Anfragen jeder Art, auch für Schnuppertage, sofern sie dann wieder möglich sind. Danke für deine Ausführungen und wir schauen uns jetzt einmal einen Clip an zu den beiden Ausbildungszweigen der höheren Lehranstalt für Tourismus und der Meisterklasse Kulinarik, die sich ja nur in der Ausbildungsdauer unterscheiden. Film ab.
Das waren jetzt die ersten Eindrücke aus dem Schulstandort der Tourismusschulen Bad Hofgastein. Und ich freue mich jetzt, euch meine nächsten Gesprächspartnerinnen vorzustellen, denn die Höhere Lehranstalt für Tourismus hat einen Schwerpunkt, der nennt sich Wellness, Sport und Lifestyle. Liebe Doris Höhnwarter und Karin Sendelhofer, was versteht man dann darunter und worauf muss ich mich dann da freuen? Ja, hallo Sandra, freut mich, dass du heute bei uns bist. Wellness, Sport und Lifestyle ist eine ganz besondere Kombination von Fächern, in denen wir versuchen, ganz verschiedene Talente der Schüler eigentlich zusammenzubringen. Es ist kein klassischer Prüfungsgegenstand, sondern bei Wellness, Sport und Lifestyle geht es um die persönliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler in Kombination dann auch mit einer beruflichen Karriere in dem Beispiel, in dem Bereich. Wir haben das Ganze aufgebaut auf vier Säulen. Die erste Säule ist die Bewegungssäule und da steht für uns der Spaß im Mittelpunkt. Hier geht es nicht um einen Spitzensport wie bei den Skifahren, sondern da geht es um Spaß an der Bewegung, ums Kennenlernen des eigenen Körpers. Nummer zwei, Ernährung. Ganz klar, darf nicht fehlen in dem Bereich. Aber was ja unsere Tourismusschüler dann können, nicht nur die Ernährung in der Theorie, sondern sie können sich das selber zubereiten. Das ist ja nochmal eine Stufe besser. Nummer drei ist dann der mentale Bereich. Sandra, da kennst dich du auch sehr, sehr gut aus. Ja, Mentaltraining, wo sind meine Stärken? Wie kann ich mich entspannen? Das braucht man im privaten wie im beruflichen. Und Nummer vier ist dann dieser Übergang, den wir schaffen in dieser Kombination, nämlich hin zum Berufsleben. Wir bieten hier Spa-Management an, das heißt, wir managen Wellness-Einrichtungen und das ist, glaube ich, in Österreich einzigartig in dieser Kombination. Danke, Karin. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Ich bin selbst Absolventin der Tourismusschule Bad Hofgastein, darf ein bisschen Praxis mitbringen. Ich war 18 Jahre in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft tätig, komme aus der Geschäftsführung des Tourismusverbandes Bad Gastein und unterrichte jetzt Tourismusmarketing und eben auch Wellness, Sport und Lifestyle. Wir haben eine Möglichkeit in dem Fach, dass nicht nur die Theorie im Vordergrund steht, wie es die Karin jetzt schon gesagt hat. Wir schauen uns vor allem auch den Schulstandort Gastein an, die drei Heilmittel, die das Gasteinertal so bekannt gemacht haben, aber auch trendige Outdoor-Sportarten. Wir gehen raus, biken, wir fahren mit der Gondel rauf und schauen uns einen Klettersteig an. Wir haben die Möglichkeit, dass wir ein bisschen bouldern gehen, dass wir einfach, wie es die Karin gesagt hat, auch was für die Schüler neben dem Schulalltag machen. Lernen, wo andere Urlaub machen, das ist so dieses Credo für dieses Fach. Es gibt die Möglichkeit, auch Mannschaftssport zu machen in dem praktischen Bereich, Volleyball, Fußball, also eher ein sehr lustiges und cooles Fach. Ja, Doris und Karin, vielen Dank für eure Ausführungen. Also ich glaube, treffender und trendiger könnte dieser Zweig nicht sein mit Wellness, Sport und Lifestyle. Und ich glaube, wir haben auch einen kurzen Interview schon mit einer ehemaligen Schülerin, nämlich mit der Hanna, was die denn dazu zu sagen hat. Grüß euch, ich bin die Hanna. Ich gehe in die 5. Klasse der Höheren Lehranstalt für Tourismus. Und wir haben einen Schwerpunkt, Wellness, Sport und Lifestyle heißt der. Und da lernt man einfach extrem viel über den Körper, über die Ernährung. Aber auch, also es gibt auch einen praktischen Teil, wo man Lehrauftritte und so macht. Und dann am Ende kann man einen Gesundheitstrainer machen und ich finde einfach, das ist ein Zusatz, den was man auf jeden Fall machen sollte, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Wir haben extrem viel Spaß gehabt, wir haben, die Lehrer haben uns super unterstützt und ich finde einfach, dass man für sich selber extrem viel lernen kann und extrem viel für sich mitnehmen kann. Ich habe jetzt die Hanna kurz schon zur Absolventin gemacht, ist sie natürlich noch nicht. Sie ist in der 5. Klasse, das heißt, sie wird in dem Schuljahr abschließen. Aber ein Absolvent, der sehr erfolgreich mittlerweile seit 7 Jahren im Familienbetrieben der Familie Schaffetter tätig ist, ist Julian Schaffetter. Grüß euch, ich bin der Julian Schaffetter. Ich bin Absolvent der Höhere Lehranstalt für Tourismus 2013. Ist schon wieder eine Zeit lang her, aber es kommt mir doch noch vor, wie wenn es gestern gewesen wäre, wie ich in diese Schule gegangen bin. Es waren 5 sehr interessante und sehr lehrreiche Jahre. Ich habe sehr viel für mein späteres Berufsleben mitnehmen können.
Natürlich ist der große Vorteil, ich arbeite in der Gastronomie bzw. im Tourismus, ist einfach der große Vorteil die Praxisnähe, die diese Schule hat. Und wir haben immer wieder auch Praxiseinsätze gehabt, wo wir ganz klar gelernt haben, was es bedeutet, bei Veranstaltungen zu arbeiten, was es bedeutet, in größeren Teams zu arbeiten. Und natürlich haben wir dazu noch das nötige theoretische Fachwissen mitbekommen. Und ich bin jetzt im familiären Betrieb bei uns in Bad Hofgastein und da wächst man natürlich auch immer mehr hinein in diese ganze Sache. Und wenn man da neue Aufgabenbereiche hat, beziehungsweise sich neuen Bereichen widmet, merkt man dann immer wieder, ah, das hätte ich ja eigentlich eh schon mal gelernt. Und besinnt sich dann an das zurück, beziehungsweise denkt wieder eben an das. Und das schätze ich natürlich sehr. Und ja, ich denke sehr gern an die Schulzeit zurück und kann es nur jedem empfehlen, auch diese Schule zu besuchen. Es ist natürlich super schön, wenn man so erfolgreiche Absolventen vor die Kamera bekommt, die uns einfach einen Einblick in ihr jetziges Leben in der Gastronomie, in dem Tourismus geben können. Und der Julian ist ja einer der jungen, erfolgreichen Gasteiner, ein sehr kreativer Geist, der mit ganz vielen Ideen, wie unter anderem seiner Beteiligung beim Food Market oder bei einer Pop-Up-Alm, immer wieder für Aufsehen sorgt. Einer, dessen Schulkarriere schon etwas weiter zurückliegt, ist ein ganz Bekannter, und zwar Andreas Döllerer. Andreas, du bist selber Absolvent der Hotelfachschule. Wie war denn dein Werdegang nach dem Abschluss der Hotelfachschule? Was hast du weiter gemacht? Wie ist der Werdegang gewesen? Ich habe ja 1996 abgeschlossen, die dreijährige Hotelfachschule, und bin dann erstmal so ungefähr ein Jahr oder eineinhalb zu uns nach Hause. Habe dort mitgearbeitet in der Küche, war dann auch beim Bundesheer. Und dann habe ich ja nicht zu lange Zeit, aber doch eine Zeit auch im Ausland verbracht. Ich war in Italien unterwegs, war dann mit meiner jetzigen Frau schon gemeinsam in einem 3-Michelin-Sterne-Restaurant in Deutschland bei Dieter Müller und bin 2001 dann wieder nach Kolding zurückgekommen, habe dann an der Seite unseres damaligen Küchenchefs Bernhard Hauser eben in der Küche mir noch das nötige Rüstzeug geholt, das mir gefehlt hat, um dann 2004 eben die Küche ganz zu übernehmen. Und ja, seitdem arbeiten wir da in Kolding eben an der Entwicklung unserer eigenen Küchenphilosophie. Ich habe sie dann Cuisine Alpine genannt, also die Küche der Alpen. Ja. Und es macht immer noch sehr viel Spaß. Und ist auch sehr erfolgreich. Muss man an der Stelle auch so ein großes, großes Kompliment. Das ist ja auch Gott sei Dank. Dein Sohn besucht ja jetzt auch die Meisterklasse. Diesen Nein-Schulzwerg hast du gemeinsam mit der Frau Direktorin Dr. Wiesinger entwickelt. Was war denn da deine Motivation und was sind so die Eckpfeiler dieses Schulzweigs? Ja, die Motivation war ganz klar, eine Ausbildung irgendwie zu kreieren, wo man eben vielleicht noch mehr Praxisbezug hat, vor allem in der Küche, wie das in Hofgastein ohnehin schon der Fall ist. Auch von den Besten zu lernen, also mit Fachvorträgen von externen, schulexternen Spezialisten, Köchen, aber auch Produzenten, Sommeliers und so weiter, eben die Ausbildung auf ein möglichst hohes Niveau zu bringen und eben vielleicht noch mehr Praxisbezug hinzuzufügen, weil man ja oft ein bisschen das Problem gehabt hat in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, dass wenige dieser Absolventen oder leider sehr wenige der Absolventen dann auch tatsächlich der Branche erhalten geblieben sind oder tatsächlich noch am Gast im Service oder eben in der Küche dann gearbeitet haben. Und das wäre natürlich auch ein Wunsch, dass sich das ein Stück weit ändert. Dass es einfach einen jungen Nachwuchs wieder gibt, auch in der Küche, genau. Ja. Genau, jeder weiß, dass in unserer Branche mit Machenwuchs nicht allzu gut ausschaut. Und ich glaube, das kann nur auf zwei Wegen gehen. Also wir bilden auch natürlich Lehrlinge aus bei uns im Betrieb. Diese Lehrlingsausbildung ist der eine Weg und der zweite eben über eine schulische Ausbildung in Kombination mit einer Fachausbildung ist dann der über die Tourismusschulen. Und ich glaube, man braucht beides, damit dann letztendlich wieder genügend junge Menschen bereit sind und mit Freude unseren Beruf auch machen. Sehr schön. Ja, dann wünsche ich weiterhin ganz, ganz viel Erfolg
Und vielen Dank, Andreas, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles Liebe und alles Gute euch. Servus. Danke dir, servus. Ja, Freude und Leidenschaft für den Beruf, für das Tun, das ist natürlich die Grundentscheidung. Und wenn euch jetzt der Andreas Döllerer Lust gemacht hat auf die Meisterklasse Kulinarik, den Schulzweig an dem Standort, am Standort Bad Hofgastein, dann schauen wir uns am besten den nächsten Clip an. Und live geht's jetzt zu Küchenmeister Christoph Kaiser, einem unserer Kochlehrer in der Meisterklasse. Ja, danke Sandra, grüß Gott, liebe Damen und Herren. Ich darf Ihnen heute ein bisschen die Meisterklasse näher bringen. Ich darf mich selbst mal vorstellen, mein Name ist Christopher Kaiser. Ich habe selbst die Lehre als Koch abgeschlossen und daraufhin dann jahrelang in der gehobenen Gastronomie, in der Sternegastronomie verbracht. Und habe dort einiges erlebt, vieles gesehen, viel gelernt und habe dann in den Jahren darauf als Küchenchef gemerkt, dass es mit dem Nachwuchs, wie Herr Döllerer schon gesagt hat, immer enger geworden ist in der Gastronomie. Und so war es für mich eigentlich ein logischer Schritt zu uns, an die Tourismusschule Bad Hofgastein zu kommen und somit für den Nachwuchs ein bisschen was zur Förderung beizutragen. Ich darf Ihnen ein bisschen vorstellen, wir machen Workshops mit unseren JAE-Köchen zusammen, wo der Herr Döllerer eben der Präsident davon ist. Die werden wöchentlich jeden Montag bei uns direkt an der Schule absolviert, was, glaube ich, sehr toll ist für die Schüler, einen direkten Einblick zu bekommen, wie ihre Vorbilder vielleicht in der österreichischen Küche eben kochen. Und auch ein wichtiges Thema ist natürlich Nachhaltigkeit, die Ressourcen, der Umgang mit den Produkten, der Umgang mit unserer Umwelt. Und ja, dazu haben wir hier ein bisschen was aufgebaut. Wir haben hier ein bisschen ein Repertoire an den Workshops, die wir in den letzten Jahren absolviert haben. Wir haben wirklich sehr namhafte Köche bei uns an der Schule begrüßen dürfen, sei es wie zum Beispiel der Herr Uwe Machrech vom Restaurant Triad in Niederösterreich. Wir hatten zum Beispiel auch den Herrn Stefan Eder da, der selbst einen Workshop zum Thema Steaks absolviert hat. Aber auch Verschiedenstes, wie zum Beispiel eine Barista- und Käsekennerprüfung wird bei uns absolviert. Und weiter sind wir aber auch genauso bei Veranstaltungen präsent. Ja, wir haben zum Beispiel letztes Jahr an den Festspielen der Alpinen Küche in Zell am See teilgenommen. Wir haben auch die Eröffnung der Gletscherbahn in Karbrunn am Kitzsteinhorn absolviert. Und ja, ich glaube, das ist wirklich was Tolles für die Schüler, aktiv dabei zu sein, bei Veranstaltungen dabei zu sein, bei den Workshops dabei zu sein. Ich glaube, es ist doch mal was anderes, bei den Workshops mit dabei zu sein, anstatt den Koch, den man meistens aus dem Fernsehen kennt, zuzusehen. Und das Tolle ist natürlich, dass unsere Dozenten die Schüler wirklich aktiv in den Workshops mit einbinden und dadurch, glaube ich, viel weitergegeben wird davon. Wichtig ist natürlich, wir arbeiten ganz eng mit den Kollegen der Theorie zusammen, wie zum Beispiel in Fächern wie Wirtschaft, Kultur und Tourismusmanagement. Und ich glaube, also es ist nicht nur ein rein fachpraktischer Zweig, die Tourismusfachschule. Unsere Schüler schließen dann nach 3 Jahren mit einer fertigen Kochausbildung ab, eine Ausbildung im Service und eine Ausbildung im Hotel- und Gastgewerbeassistent. Genau. Und wir haben heute auch einen Schüler aus der Meisterklasse 2 bei uns geladen. Er darf heute ein Weihnachtsmenü präsentieren, was wir vorbereitet haben. Genau. Ja, ich glaube, es ist natürlich großartig, wenn man so einen erfahrenen und auch jungen, innovativen Lehrer an der Schule hat. Lorenz, warum hast du dich für die Meisterklasse Kulinarik entschieden? Grüß Gott. Ich habe mich entschieden für die Meisterklasse Kulinarik. Wir haben daheim einen Betrieb in Salzburg und den würde ich später gerne übernehmen. Und da hätte ich mir gedacht, das ist die perfekte Ausbildung. Wir haben viel Praxis, wir haben kulinarische Reisen zu den verschiedenen Restaurants und das ist einfach sehr bildend. Und ich denke, wir haben da noch Patisserie als Extrafach, also backen und Kuchen machen und mit Schokolade arbeiten. Das ist sicher sehr förderlich später dann im Berufsleben. Hast du persönlich ein
einen Favorite, was dir am meisten taugt und wo zieht dich denn hin nach Abschluss? Ich will wirklich später dann einmal in die Restaurants arbeiten, Erfahrung sammeln und das später dann einmal bei uns daheim im Betrieb umsetzen. Und Favorites sind auf jeden Fall mal Patisserie und Kochen. Da lernt man halt vom Herrn Kaiser richtig viel, weil der war direkt dort in die Betriebe und da kriegt man schon einen leichten Eindruck von dem Ganzen. Großartig, ich kann dir auf alle Fälle danke für deine heutige Zeit. Viel Spaß beim Servieren und Anrichten. Das schaut schon recht gut aus. Ich hoffe, ich kann dann rüberkommen. Jetzt bin ich ja also ganz alleine in meinem Raum. Vielen Dank an Christoph und an Lorenz und wir schalten live in die Lehrküche zu den Schülern der ersten Meisterklasse Kulinarik und ihrem Lehrmeister, dem Küchenmeister Gerald Redl. Gerald, bist du alleine oder hast du die Doris auch mit dir dabei? Du hast eine Kameramann. Gerald, ich hoffe, du kannst mich hören. Ich kann dich noch nicht hören. Du bist auf alle Fälle schon seit Anbeginn der Meisterklasse Kulinarik Kochlehrer in diesem Zweig. Was macht denn diesen Zweig für dich so spannend? Ja, ich glaube, wir müssen da noch kurz an der Verbindung arbeiten. Und arbeiten kurz mit einem Einspieler, mit einem kurzen Clip aus dem Bereich des Barmanagements und werden uns den Gerald ein bisschen später nochmal schnappen. Der Oberschulrat Gerhard Zotten unterrichtet bei uns an der Schule Restaurant und Zusatzqualifikation im Barmanagement. Ihr habt ja heute einen ganz besonderen Cocktail, einen Cocktail Wintertraum zubereitet. Wie schaut denn das für euch aus? Ich darf Sie mal herzlich zu unserem Bar-Jumba-Klipper-Unterricht begrüßen. Simon wird diesen Wintertime zubereiten. Bitte Simon, wenn du schon beginnst. Es ist drinnen ein Granatapfelsaft, es ist drinnen ein Johannisbeersaft, etwas Zitronensaft, etwas Zimt, Sirup und aufgefüllt wird es mit einer Hopfenlimonade. Dieser Cocktail wird geschält. Simon bereitet jetzt oder misst das schropffrei ab, gießt das ein. Vorab haben mein Gast schon einen Sunrise-Cocktail in einem Tiki-Glas serviert bekommen und diese Barkarte ist eine Schülerarbeit, die bei der Jumba-Keeper-Ausbildung zum Erstellen ist. Weiters gibt es bei uns an den Schulen den Käse-Kenner, der als Schülerqualifikation angeboten wird. Qualifikation der Kaffeekenner, dann etwas in die alkoholische Richtung, der Jungsommelier-Ausbildung und der krönende Abschluss wäre dann als Zusatzqualifikation der Jungbar-Keeper-Ausbildung mit einer Teilnahme beim Monin Cup in dem Bundesland, der den Sieger des letzten Jahres gestellt hat. Als Garnitur verwenden wir eine Zimtstange, etwas Rosmarin und eine getrocknete Orangenscheibe. Und Simon wird diesen Cocktail servieren. Das ist der bestellte Wintertraum. Zum Wohl. Das war Herr Oberschulrat Gerhard Zottel, der seit 2017 an der Schule unterrichtet, mit den Fächern Barmanagement und also der Zusatzqualifikation Barmanagement. Und ihr habt auch gleich nochmal gesehen, welche weiteren Zusatzausbildungsmöglichkeiten ihr habt, nämlich Käsekenner und Jungsommelier. Jetzt aber probieren wir es nochmal live zurück oder runter in die Lehrküche zu Küchenmeister Gerhard Redl. Das hört sich gut an. Lieber Gerhard, du bist schon seit Anbeginn
der Meisterklasse Kulinarik Kochlehrer in diesem Zweig. Was macht denn diesen Zweig für dich so spannend? Ja, ich habe das ja seit Anfang an mit betreuen dürfen und es war wirklich in den ersten 3 Jahren war ich Klassenvorstand der Meisterklasse und es war wirklich vom ersten Tag an weg sehr interessierte Schüler im Kochen und durch Herrn Döllerer war das ein ganz besonderes Projekt. Die Schüler haben nach 3 Jahren wirklich tolle Produkte erzeugt. Die haben Abschlussarbeiten auf Berge gemacht, haben selber alles selbst kreiert. Es war wirklich eine tolle Sache, mit diesen Schülern zu arbeiten. Und es ist sehr faszinierend, auch jetzt mit der ersten Meisterklasse darf ich wieder weitermachen. Und da sind die Jungen schon dabei. Und es wird, ich glaube, es sind alle so begeistert, dass es wieder ein hervorragendes Projekt ist und bleibt. Und vor allem war ganz wichtig das Praktikum bei den JTE-Köchen. Da haben sie irrsinnig viel mitgenommen. Und das muss ich sagen, hoffentlich darf man das so weitermachen. Und der Herr Döllerer wird weiter sagen, was wir heute gemacht haben. Willkommen von Hundemas Heiz, von der Meisterklasse 1. Wir haben heute Kuchen gehabt, eben die ersten 5 Stunden. Und da haben wir eben ein Kalbsrahmgulasch gemacht mit Spätzle, Speck und Petersil. Und während wir das gemacht haben, haben die anderen dabei gebacken. Da sind sie noch am Werken. Und da hinten haben wir schon das fertige Gebäck. Und zwar haben wir Spritzgebäck, Vanillekipferl, Nussecken, Linzeraugen und Rumkugeln. Und da haben wir eben schon das fertige Kalbsrahmgulasch mit Spätzle. Danke Gerald Redl und danke an Andreas Döllerer Junior aus der Lehrküche. Das schaut richtig lecker aus. An einem normalen Tag der offenen Tür könnten wir euch Interessenten jetzt einladen, da auch wirklich Kostproben zu genießen. Dem ist jetzt nicht so. Wir hoffen, es macht trotzdem Lust und einen Einblick in den Restaurantunterricht. Den gibt uns jetzt eine Schülerin, nämlich die Claudia Czerny. So, wir befinden uns im Servierlehrraum der Tourismusschule Bad Hofgastein und treffen auf die Claudia Czerny, selbst Absolventin der Tourismusschule Bad Hofgastein. Claudia, wie schaut denn der Serviceunterricht aus? Was sind da die Inhalte? Ja, einen wunderschönen Vormittag auch meinerseits. Wie bereits gehört, ich bin selber Absolventin der Tourismusschule Bad Hofgastein und umso mehr freut es mich, wieder an diesen Schulstandort zurückkehren zu dürfen, aber dieses Mal nicht als Schülerin, sondern als Lehrperson im Bereich Serviceorganisation und Getränkekunde. Wir beginnen unseren Serviceunterricht mit den ganzen Grundlagen und mit den Fachkenntnissen. Diese Grundlagen beinhalten und bzw. beginnen bereits mit dem Erscheinungsbild einer Servicefachkraft über das richtige Decken eines Tisches, wie wir es hier bei Johannes soeben beobachten können, bis hin zur ausgewählten Getränkekunde. Schritt für Schritt arbeiten uns wir danach an das Berufsbild Restaurantfachfrau, Restaurantfachmann heran und dann kommt es wirklich zu den actionreichen Themenbereichen unseres Lehrplans, wie zum Beispiel das professionelle Weinservice, das Filetieren von Fisch, das Flambieren von Obst, aber auch das Zubereiten von Kaffeespezialitäten direkt live am Tisch des Gastes. Das sind solche Fachkenntnisse und mit diesen Fachkenntnissen in unserem Praxisunterricht ist unseren Schülerinnen hier in Bad Hofgastein die Ausbildung zu einem Restaurantfachfrau, zu einem Restaurantfachmann wirklich garantiert. Kann man das nicht anschneiden? Das war ein Einblick in den Restaurantunterricht von Claudia Czerny, die natürlich nicht mehr Schülerin, sondern bereits Absolventin und jetzt eben als Lehrerin bei uns an den Tourismusschulen Bad Hofgastein tätig ist. Und von einer Absolventin, die jetzt an der Schule arbeitet, und wir haben schon viele andere Absolventen heute gehört, die im Bereich Praxis in der Gastronomie tätig sind, freue ich mich jetzt, ein ganz spezielles Interview euch präsentieren zu dürfen, nämlich mit Marco Pointner. Marco Pointner ist ebenfalls Absolvent und jetzt Geschäftsführer des Tourismusverbands Leogang Saalfelden. Die haben gerade unter schwierigen Umständen die UCI-Weltmeisterschaften im Mountainbiken abgehalten und
Aus Zeitgründen wurde dieses Interview mit Doris vorab aufgezeichnet. So, Marco, also erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie bereits angekündigt, starten wir morgen unseren ersten virtuellen Tag der offenen Tür. Auch wir sind gefordert mit der Situation, dass wir unsere Interessierten auf die Schule aufmerksam machen. Wir werden das heuer in Form einer TV-Show online probieren. Jetzt Frage an dich. Also wir haben uns einige Absolventen ausgesucht, die einfach so einen Bezug auch zur Schule haben. Und wir wollen einfach unseren Interessenten mitgeben, was man für Möglichkeiten auch mit der TS, mit der Ausbildung der TS Bad Hofgastein hat. Du arbeitest derzeit als Geschäftsführer der Saalfelden-Leogang. Bist du dort in der Geschäftsführung tätig? Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Genau. Wann hast du absolviert? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ja, 2002 habe ich absolviert. 2002. Also wenn du jetzt einfach so mal deinen Werdegang beschreiben kannst, was hast du eigentlich gemacht nach dem Abschluss? Ja, nach dem Abschluss war ich nochmal ein halbes Jahr im Ausland und war in der Schweiz beruflich tätig und bin dann zu den Steiner Bergbahnen ins Marketing gewechselt. Dort habe ich berufsbegleitend an der Uni St. Gallen nochmal eine Ausbildung zum diplomierten Marketingleiter gemacht. Bin dann 2010 als stellvertretender Geschäftsführer und Marketing- und Salesleiter in die Zellamsee Carbon Tourismus GmbH gewechselt. Dort war ich sehr international tätig, weil wir halt 22 Märkte international vermarktet haben. Und dann bin ich 2015 eben gewechselt nach Saalfelden-Leogang und bin seitdem dort als Geschäftsführer tätig. In der Zeit habe ich auch noch zwei zusätzliche Ausbildungen absolviert. Also ich habe einen Master an der Donau-Uni Krems berufsbegleitend absolviert und vor zwei Jahren noch eine Business-Coach-Ausbildung an der Munich Business School. Von dem her habe ich immer versucht, auch neben meinen touristischen Jobs eben auch in anderen Bildungsbereichen mich halt weiterzubilden, die was bewusst dann damals auch nichts mit dem Tourismus zu tun gehabt haben. Weil ich das Glück gehabt habe, dass ich in der Tourismusschule Bad Hofgastein ohnehin breiten Fundus an Tourismus-Know-how kennenlernen durften und war eigentlich mit diesen Ausbildungen und dem Werdegang und der Schulausbildung, glaube ich, gerüstet für meine jetzigen Aufgaben. Mhm. Also das klingt, du warst also praktisch wirklich sehr viel in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft tätig. Wenn du jetzt rückblickend sagst, was hat dir die Ausbildung an der TS mitgegeben? Was waren die Sachen, die du für deinen späteren Werdegang gut anwenden hast können? Ich glaube, das Gute an der Ausbildung ist, dass sie sehr breit aufgestellt ist und dass man wirklich für viele Bereiche des Tourismus, sage ich jetzt mal, wirklich Inputs bekommt und auch wirklich gute Inputs vermittelt bekommt. Das Spannende für mich rückblickend ist, dass man eigentlich während der Schulzeit gar nicht so bewusst war, was man eigentlich schon in der Schule mitgenommen hat und dass man wirklich ein gutes, wie vergleicht das ein bisschen wie ein Haus, dass man wirklich ein gutes Fundament speziell in diesen 5 Jahren eigentlich erlernt und sage ich jetzt mal mit dem Rüstzeug ausgestattet ist, dass man dann viele verschiedene Tätigkeiten eigentlich machen kann. Also du würdest jetzt einfach auch sagen, für unsere Interessenten ist vor allem auch diese Vielseitigkeit ein großer Bonus, dass man dann später, egal ob man in die Hotellerie, in die Gastronomie geht oder auch wie du es jetzt gemacht hast, in die Tourismus- und Freizeitwirtschaft, dass man da einfach ein gutes Fundament hat. Ja, ich würde sogar sagen, nicht nur für den Tourismus, aber ein gutes Fundament, sondern zum Beispiel in meinen Tätigkeiten bin ich ja sehr viel im Sport und im Kulturbereich tätig und selbst da hat man sehr viel aus der Ausbildung mitnehmen können. Also ich glaube einfach, also mir war es als Schüler nicht bewusst, dass ich so viele Möglichkeiten durch die Ausbildung eigentlich auch bekomme. Mhm. Ja, sehr gut. Okay, dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles Gute weiterhin und trotzdem einen halbwegs guten Saisonstart, trotz der herausfordernden Bedingungen. Beste Grüße nach Saalfelden-Leogang. Danke. Dankeschön. Ja, Marco. Ciao. Ja, ist natürlich super spannend, so einen erfolgreichen und vielseitigen Absolventen wie den Marco Pointner als Gesprächspartner zu haben. Und wie attraktiv die Schule die Schule so attraktiv für Schüler aus ganz Österreich ist, gibt es natürlich auch angebundene Internate. Und da schauen wir jetzt mal rein. Genau, und wir haben da jetzt live die Ulrike Gruber, die das Mädcheninternat.
Liebe Uli, wir sind schon quasi live direkt da. Wir sind live im Mädcheninternat bei Ulrike Gruber, der Erzieherin im Mädcheninternat. Liebe Uli, gib uns einmal ein bisschen einen Einblick in unser Campus-Feeling. Also wir haben ja kurze Wege, Internat direkt an die Schule angebunden, für die Mädchen. Gib uns einfach einmal kurz ein bisschen einen Einblick in deine Tätigkeit und in die Infrastruktur rund ums Internat. Einen schönen Vormittag, mein Name ist Ulrike Gruber. Ich unterrichte nicht nur, sondern ich bin auch hier Erzieherin im Mädcheninternat. Neben dem Mädcheninternat gibt es auch noch das Burscheninternat und den Rheinischen Hof, in dem unsere Schüler und Schülerinnen untergebracht sind. Ihnen stehen immer 1 bis 3 Bettzimmer zur Verfügung. Und wie man sehen kann, ist alles modern ausgestattet. Hier haben sie reichlich Platz, um zu werken, um zu lernen. Dann haben wir auch in jedem Zimmer noch ein Bad zur Verfügung mit einem separaten WC. Genau. Sehr gut. Was uns besonders stolz macht als Internat ist, dass wir eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung haben. Das heißt, dass auch am Wochenende immer ein Erzieher vor Ort ist, der sich um unsere Schüler und Schülerinnen kümmert. Das schätzen auch vor allem unsere internationalen Schüler und Schülerinnen sehr. Und worauf wir auch, was unser Internat auszeichnet, ist, glaube ich, die Gemeinschaft, die wir haben. Wir unterstützen uns. Wir helfen uns gegenseitig und so gibt es auch Fördermöglichkeiten oder zahlreiche Aktivitäten, an denen unsere Schülerinnen teilnehmen können. Fußballtraining, Volleyballtraining, auch Tanzkurse finden statt. Uns ist es besonders wichtig, dass sich unsere Schüler bei uns wohlfühlen. Das war der Einblick ins Internatsleben, nachdem wir durch die verschiedensten Schul- und Praxisbereiche durchgegangen sind. Ich hoffe, wir konnten euch einen Überblick über die Schulzweige hier in Bad Hofgastein anbieten. Zum einen die Höhere Lehranstalt für Tourismus, eine 5-jährige Ausbildung, die mit der Matura abschließt. Und zum anderen die Meisterklasse Kulinarik, eine 3-jährige praxisorientierte und sehr also praxisnahe Ausbildung mit einem Berufsabschluss. Mehr Informationen zu den verschiedenen Zweigen findet ihr natürlich auf der Homepage, die wir euch nochmal einblenden. Sehr gerne seid ihr natürlich eingeladen, sofern es die Situation erlaubt, Schnuppertage auszumachen, vorbeizuschauen in der Schule. Jederzeit Anmeldungen unter dieser E-Mail-Adresse. Die Schule freut sich auf viele Bewerber fürs neue Schuljahr und in diesem Sinne darf ich eines noch nicht vergessen, genau, das habe ich zwar jetzt gar nicht mehr in der Regie im Kopf, sondern mir ist gerade noch eingefallen, und zwar haben wir für euch noch ein Zoom-Meeting mit Lehrern für euch ermöglicht. Das heißt, ihr könnt ein E-Mail schreiben an die eingeblendete E-Mail-Adresse und dann stehen euch für 45 Minuten Lehrer für eure Fragen zur Verfügung. Natürlich auch außerhalb dieser Zeiten, wie gesagt, einfach koordinieren mit dem Sekretariat. In diesem Sinne, alles Gute und beste Grüße aus Bad Hofgastein vom Schulstandort der Tourismusschulen.